das sieht man sicher nicht alle Tage. So, ungefähr in der Richtung war doch der Schmied, genau. War auch ganz gut, weil wir mussten unsere Rüstung reparieren. Weil mit kaputter Rüstung, da kämpft sich nicht gut, ne? Hey, die können das doch nie im Leben gesehen haben. Vor allem, dass dieses Ding fast 5000, wie heißt denn nochmal, diese Geldeinheit. Keine Ahnung, 500 Mäuse kostet. Obwohl das Gebäude total verschmutzt ist durch diesen fucking Heuhaufen direkt davor. Das ist ja jetzt kein edler Laden. Kaufen wir mal ein, beziehungsweise reparieren wir mal hier. So, hat das hohe Kosten gehabt? Wir hatten gerade 1000 noch was. Aber wir haben immer noch 1000 noch was. Lol. Nicht genug Geld? Achso, das kostet 2444. Ich dachte, ich hätte 1000, genau. Aber Brustschutz ist eigentlich schon das Beste, was man haben kann. Gibt es hier neue Waffen? Ich meine, wir haben eh kein Geld, aber man kann ja schon mal gucken für gleich. Okay. Die Waffe habe ich aktuell. Die hier sieht sehr edel aus, die kaufe ich mir gleich. Also als nächstes, wenn das Geld wieder reicht. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Aber ihr seht ja schon, da ist Stress beinahe fest. Da ist der Stress bei die Feste. Und ich muss dahin. Oh, fuck you. Okay. Ich warp mich dahin. Okay, der Schnellreisepunkt ist rechts von uns. Ihr seht gut aus. Der endet tot oder in Ketten. Jede Wette. Ganz, ganz schnell. Also selbst wenn wir das Ding verlieren, ist eigentlich nicht das Allerschlimmste. Oh, guck mal, direkt der richtige Punkt ausgewählt. Also wenn wir das Ding verlieren, können wir es schnell wieder zurückerobern und dann sollten wir auf jeden Fall einen unserer Leute dort zum Chef machen, weil wenn wir die zum Chef dort machen, dann kann das ja nicht mehr übernommen werden. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mir bekannt vor. Die neuesten Erkenntnisse der Medizin, Alchemie und Sechstelehre stehen hier für euch bereit. Kommt mir bekannt vor. Oh, das muss ich kurz probieren. Ah, fuck, er war zu weit weg. So. Niemand hier? Fein. Direkt in den Kampf rein. Haben wir nicht noch auch neue Gadgets und so? Ach lol. Guck mal, was wir alles hier haben. Oh, da überlege ich gerade. Was ist das denn? Splitterbomben? Luftattentäter. Hm. Kanonenbarrikade. Mildere Schadenswirkung, mildere Schussfolge. Und wir treffen mehrere Gegner gleichzeitig. Tränenfußwerfer. Oh, was haben wir denn irgendwie Geiles? Kanonenbarrikade. Irische Feuerbarrikade. Nein. Salvengewehrbarrikade. Luftattentäter. Assassinen-Nahkämpfer. Ne, keine Fernwaffen. Bedienen dafür aber in Nahkampf Mann gegen Mann. Angriff 4 Sterne, ne? Komm, dann haben wir Luftattentäter. Wobei, machen wir Luftattentäter und Luftangreifer? Hm, ich glaube, ich nehme tatsächlich die Nahkämpfer und dafür keine Attentäter von oben. Oder? Ah, ist jetzt irgendwie schwierig.
Ich wüsste nicht, wie ich Bombenwerfer einsetzen soll, würde. Salvengewehr. Feuerbrigade. Ich glaube, ich nehme das Salvengewehr. Haben wir zwei Barrikaden. Und das, diese Barrikade können wir ganz ehrlich eigentlich wegpacken. Okay, die können wir nicht wegpacken. Oh, ich habe einmal auf automatische Zuweisung gemacht. Ah, man kann sogar die Gegnereinheiten angucken. Wir ändern das nochmal zurück. Also wir haben hier Kanonen, wir haben dann nochmal die Salven. Luftattentäter behalten wir. Ne, behalten wir ja nicht, wir wollen Nahkämpfer. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. So, Männer. Another day, another Barrikade zu bauen. Wartet dort. Platziert euch dort. So, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Falsch. Abbrechen. Fangen wir mit einer normalen Barrikade an. Gut. Dann fangen wir an mit... Machen wir Nahkämpfer. Ich bin interessiert an deren... Diese Leistung und dann noch mal hier die Schützen. Verteidigt das für mich. Die ignorieren die einfach, oder? Zielt da. Was ist eigentlich mit den Nahkämpfern los? Bewegen sie sich überhaupt? Wow, ey. Triff dorthin! Das ist mir zu riskant. Alter, wie scheiße die sind. Okay. Machen wir einmal das hier. Oh Scheiß, kämpfen die tatsächlich oder... Hä, was ist denn? Was war das denn für einer? Okay, Moment, ich glaube dieser... eine Typ kämpft exklusiv gegen Leute, die auf den Dächern sind. Okay, 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 okay. Dicke Barrikade kommt sofort. Andere Barrikade kommt auch direkt. Gut, wollen wir direkt die Gewehrschützen nehmen? Ne, wir nehmen die hier. Platziert euch dort. Verteidigt das Gebiet. Und keine Nahkämpfer mehr. Platziert euch dort. Also im Ernst. So, wir haben jetzt alle von denen weggerufen. Ah. Naja, wir nehmen nochmal die hier. Platziert euch dort. Oh nee. Fuck. Hä? Mauer aufbauen. Zielt da. So, vor allem doch wieder ein paar hoch. Warum kann ich hier keinen platzieren? Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Wartet. Ach, die dort. Haben den King gekillt. Okay. Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. So,
Kann man das wieder aufwerten? Nein. Ach fuck, wir können das ja nicht aufbauen. So. Oh, ach, das war's schon? Okay. Ich habe gar nicht bemerkt, dass da schon die letzte Stufe war. Da kam gar kein Panzerfahrzeug. War gut von mir aus. Dann halt nicht. Komm, wir schicken hier direkt einen unserer Boss-Leute hin. So, wer will die Stelle? Wer hat sie noch nicht? Oh. Ja, wir können fast alle zu Chefs machen. Krass. Ja, komm. Hey ho. Alles ruhig heute? Keineswegs. Zwischen zwei Gruppen von Roma ist ein hitziger Streit entbrannt. Eine Gruppe hat sich gegen eine Frau namens Mirella verbündet. Sie werfen ihr vor, dutzendfach die Armen betrogen zu haben. In diesem Moment sind sie auf dem Weg, die Schwindlerin auszuweisen. Notfalls mit Gewalt. Anscheinend glaubt ihr, dass es Ärger geben wird. Oh ja. Mirella ist eine grausame Frau und ihr Temperament ist berüchtigt. Ich fürchte um alle, die sich mit ihr anlegen. Dann sollten wir diesen Roma unsere Hilfe anbieten. Es nützt niemandem, wenn dieser Streit eskaliert. Die Scharlatanine Teil 1, eine bekannte Scharlatanin aus dem Volk der Roma, betrügt die Bürger um ihre Gelde, nun verlangen ihre Landsleute, dass sie die Stadt verlässt. Sorgen sie dafür, dass ihren Kritikern keine Haare gekrümmt werden. Es dürfen keine Roma sterben. Okay, das heißt, es wird auf jeden Fall Stress geben, wenn das schon in der Missionsbeschreibung steht. Wir können die Roma zu dem Treffen eskortieren und ihnen Schutz bieten, bis das Problem gelöst ist. Ein weiser Plan, doch nur im Geheimen. Wenn Mirella Wind davon bekommt, dass die Assassinen ihren Gegnern helfen, weiß ich nicht, wie sie reagiert. Da sind sie. Wie sollen wir vorgehen? Ich meine, wir können ja eigentlich direkt hinter der hergehen, oder? Wir müssen jetzt nicht unentdeckt bleiben, oder? Weil ich finde, von unten kann man viel, viel schneller eingreifen als von oben. Weil von oben, naja, ne? Da ist man auch mal ein bisschen mit Klettern beschäftigt. Wobei, hier könnte man vielleicht hochklettern. Ja, okay. So was sieht man nicht jeden Tag. Okay. Bleib dabei, ich bleib lieber am Boden. Das kann nichts Gutes bedeuten. Was zum... Wann hört das Morden endlich auf? Wobei eigentlich, wenn die wieder eine Rauchbombe wirft, dann ist es ganz gut. Weil dann habe ich die Gelegenheit, richtig gut einzugreifen. Vor allem hier steht sie schon, das heißt, es wird, glaube ich, hier Stress geben. Wenn unsere Alte hier schon Schmiede steht. Ja. So, komm, looten wir die einfach mal. Das war jetzt etwas knapp, glaube ich, das Gefühl. Aber nur mal so, hat die eine hier eingegriffen oder waren das einfach die Leute, die den Rauch als Deckung quasi nutzen wollten? Ich glaube irgendwie eher, dass es unsere war. Ich hoffe doch. Na komm. Wobei, kann einer vielleicht den da hinten killen? Würde ganz gut helfen.
Hi ho. Du da bleibst stehen. Wenn du mich verschonst, werde ich zum Dank zwei Ziegen opfern. Naja, gut. Ich meine, er ist zwar nur die Straße runtergerannt, ich hätte ihn eigentlich noch verfolgen können, aber gut, wenn das Spiel ihn nicht mehr als Feind anzeigt, ist er kein Feind mehr. Wenn ich hier nicht hoch kann, dann kann ich hier leider nicht hoch. Diebin, Scharlatan, wie konntest du deine eigenen Leute entehren? Wie konntest du die ganze Stadt gegen uns aufbringen, nur um deine Gier zu befriedigen? Hüte deine Zunge, du weißt nichts von meinen Motiven. Ich schweige nicht. Diese Frau ist eine Betrügerin. Eine Betrügerin. Sie nutzt die Ängste der Armen aus, um ihnen ihr Geld abzunehmen. Unglaublich. Du wirst noch bereuen, so mit mir zu reden. Was ist los? Oh. Mörder! Ergebt euch! Keinen Schritt weiter. Wir haben nichts getan. Beschützt die Roma, aber tut den Wachen nichts. Das ist lediglich ein Missverständnis. Ach, kommt schon, Leute. Soldat, ihr urteilt vorschnell und lasst die wahre Mörderin entkommen. Diese Frauen sind unschuldig. Ich halte sie auf, bevor hier alles aus dem Ruder läuft. Oh. Ihr habt mein Wort, Mentor. Bene, wir sprechen uns bald wieder. Was? Die steht hier noch. Okay, ein bisschen buggy. Hey, kein Grund für aber okay. Ups, da kam gerade eine Benachrichtigung, die wir jetzt leider nicht mehr mitbekommen. Machen wir doch direkt das nächste, oder? Ich meine, dieses Ding hier ist schon jemandem zugeordnet. Okay, es ist noch nicht fertig, weil hier sind noch nicht diese komischen Symbole, wie auch hier. Moment, wo haben wir noch jemanden zugeordnet? Hier. Aber erst wenn die Level 15 sind, also das Maximallevel, dann ist das Gebäude nicht mehr einnehmbar, denke ich zumindest mal. Weil wir können hier noch jemanden hinschicken und hier noch jemanden. Machen wir doch mal. Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren. Salatan in Teil 1 ist beendet. Wir haben jetzt durch, freigeschaltet. Ist das nicht gefährlich? So, das ist hier ein zweiter Rang. Was wolltest du denn hier machen? Wollt ihr hier ernsthaft mein Scheiß, ne, mein Ding hier dingensen? Weil du hast du Geld für mich? Nein. Oh, der Ende tot oder ein Kind ist spät. Jede Wette. Scheiße. Ich brauche Geld. Dringendst. Sprich, hier ist wieder so ein Gebäude zum Kaufen. Und wir haben gar kein Geld dafür. Oder kann man das doch kaufen? Ah, das haben wir doch schon gekauft. Eine medizinische Abhandlung von Ibn Rushd persönlich. Fruchtbarkeitsprobleme? Dafür habe ich... Er wird seine Gründe haben. So, oh, hier sind aber viele Feinde. Ist hier was Besonderes? Oh, fuck. Ah, Mist, da ist eine Kiste, die ich eigentlich... Moment. Gebäude nicht gekauft. Muss das ändern. Na, fuck, wir haben kein Geld. Ganz ehrlich, wir brauchen fucking Geld. Na, guck mal hier. Hier geht auch. Na, what the? Ich habe gesagt, da geht auch. Nicht da geht nicht. So. Aber wenn hier so viel Geld drin wäre, das wäre schön. Ah, fuck you.
Ach, hier ist kein Sperrgebiet. Dafür wirst du sterben. Ach, das war ich doch gar nicht. Ich hab doch keine Pfeile. Ach, ihr Hurensöhne. Na gut. Muss wohl so sein. Da kann man nichts machen. Oh, hier ist ein Buch, was man finden kann. Was wird, das machen wir auch mal eben. Oh, hier hätten wir auch noch ein Buch gehabt. Ich meine, das ist ja Teil der Hauptmission. Dementsprechend wichtig. Gibt es kein Heim für Schwachköpfe wie die? Schneller! Renn schneller! Oh, bitte schnell, 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 schnell. Kletter schneller! Ach, come on. So, ich muss da anscheinend hoch.